Und willkommen zurück zu Space Engineers. So, in der letzten Folge haben wir ja nun unser Geschütz gebaut und es ist mir aufgefallen, wir haben gar keine Eisenbahn mehr. Also wir haben gar kein Eisen mehr. Wir haben zwar Magnesium haben wir auch nicht mehr, sehe ich gerade. Doch, hier. Wir haben Magnesium. Hier haben wir auch noch Nickel. Was haben wir dafür gebraucht? Nickel, Magnesium, Eisenbahn. Gut, würde ich sagen, halt mal gucken, wie viel habe ich denn noch an. halt hier was. Genau. Ja, die füllen wir mal auf. Füllen wir mal auf. So. So. Und so. Ach so, halt die anderen Sachen lassen wir natürlich hier. Braucht man nicht. Munition haben wir noch ein bisschen, haben wir auch hier. Gut, na dann. Erstmal ein bisschen Eisen besorgen und dann noch ein bisschen Magnesium, dass wir unsere Waffen auffüllen können. Ja, das ist halt ganz wichtig, wenn wir solche automatischen Waffen haben, die verteidigen unseren Stützpunkt dann natürlich besser. Ich hoffe mal, die schießen die Hunde dann auch schneller ab. Sagen wir gehen dann auch gleich noch hier zwei, drei Ladungen holen von dem Eisen. So, haben wir ja schon wieder jede Menge abgebaut und vor allen Dingen wir haben noch nicht mal den verbesserten, gell? Wir haben noch den normalen. Boah. Ach, schon wieder voll. Gut. Müssten dann auch mal eine Boje setzen, dass wir unsere Basis wiederfinden. Das ist sonst relativ schwierig. So, müssen wir auf alle Fälle noch ein, zweimal hierher. Eisen abholen. Ja, das Problem ist, von dem Eisen brauchen wir halt wirklich jede Menge, gell? Ah, produziert schon. Sehr gut. Da glaube ich schon welche in die Waffe geschoben. Kann das sein? Ja, da hat schon welche in die Waffe reingeschoben. Das sehe ich jetzt nicht, aber das sehe ich im Inventar. Ja, das Gatling-Geschütz. Gibt das gleich rein. Sehr gut. Das bedeutet. Wir haben eine Verteidigung. Ich hoffe mal, dass wird's was bringen. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. So, da gehen wir gleich nochmal das restliche Eisen holen. Wir haben ja so viel jetzt abgebaut, gell, mit einmal, dass wir da wahrscheinlich noch ein drittes Mal fliegen müssen, um das alles hin zu transportieren. Das ist wirklich gut, finde ich das. Nicht gut.
Obwohl, nee, so viel haben wir dann doch nicht. Es reicht noch nicht mal für das jetzt. Na gut, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm. So, aber jetzt waren wir natürlich schnell voll. Aber jetzt haben wir zu viel gemacht. Gut, ist nur Eisen drin. Ist nicht schlimm. So, hier geht's raus. Mal sehen, dass wir da noch eine Markierung hinmachen. So, und dann müssen wir noch mal gucken, dass wir Magnesium finden. Ist nur ein Busch. Gut. Sah jetzt irgendwie so komisch aus. So. Ja, Magnesium. Magnesium. Hat man, glaube ich, direkt vor der Haustür. Mal gucken gehen. Dass wir da auch nochmal eine Ladung her tun. So. Natürlich müssen wir nochmal nach dem Uran gucken. 38,1. Da müssten wir wahrscheinlich auch noch mal welches besorgen gehen. Ich vermute ja jetzt mal, dass unser... Ne, Magnesium ist nicht, alle Nickel auch nicht. Warum wird das dann hier nicht weiter produziert? Wer weiß. Inventar haben wir soweit leer. Ja, gut. Gehen wir jetzt noch Magnesium besorgen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier welches hatten. War Gold. Hier war Gold. Brauchen wir, glaube ich, im Moment erstmal nicht. Ich komme nicht mehr raus. So, jetzt. So, aber hier hinten war doch irgendwo, ich glaube, der schwarze Fleck hier vorne. Hier war Magnesium dabei. Hier war definitiv Magnesium dabei. Der Silikon war hier. Hier ist Magnesium. Richtung. Gehen wir hier runter. Wieder gestorben. Warum? Wieso? Verstehe ich nicht. Mir leid, aber das verstehe ich nicht. Wie gesagt, ich verstehe es nicht. Das ist mir eindeutig zu hoch, warum ich sterbe. Weil ich mache ja nichts. Ich bohre mich eigentlich nur in den Boden rein. Bohre ich mich zu schnell in den Boden rein? Oder das ging doch aber früher genauso. Also. Vom Prinzip her verstehe ich das jetzt irgendwie nicht so richtig. Das ist auf alle Fälle ein Hund. Ich weiß gar nicht, können die hier in den Boden auch reinfallen? Vor allen Dingen ist mein Dings weg. Ganzes Inventar ist schon wieder weg.
Tja, wer weiß. Und wenn ich halt immer sterbe, dann ist das aber auch schlecht, gell? Hätten sie noch mal ein automatisches Einsammelsystem bauen müssen, gell? Dass man hier automatisch einsammeln kann. So, naja, egal. Haben wir halt schon wieder ein paar Hydrogenflaschen geschleudert. Frage ist halt eben so. Verstehe ich nicht. Ah, gut, bin sowieso voll. Habe ich mich da zu schnell reingebuddelt oder worum ist das passiert? Also. Halt doch da hinten. Verstehe ich nicht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt nicht zum ersten Mal passiert. Nee, das passiert ja nun schon mehrfach. Das ist, ich verstehe es nicht. Naja, ist egal. Nicht weiter drüber nachdenken. Wir machen weiter. Wir haben ja nun zum Glück Silber gefunden. Das heißt, wir können die Sauerstoffflaschen auch weiter produzieren. Hydrogenflaschen sind das ja. Und fliegen Sauerstoffflaschen brauchen wir ja nicht. Ja, Magnesium hat gefehlt. Ja, das Restliche werden wir dann natürlich auch gleich mal abholen gehen. Wir haben ja nun jede Menge abgebaut. Ach, Nickel muss ich noch mal schauen. Muss ich noch mal schauen. Ja, gucken wir noch mal. Oh, schön vorsichtig, dass wir mal wieder sterben. So. Deine Mama wieder dabei. Okay, so. Immer so schnell die Orientierung verliert, gell, wenn man hier so eben drin ist, gell. Das ist immer extrem. So, oh, mein Kaffee ist auch mittlerweile kalt. So, ja, das soll es erstmal gewesen sein mit Magnesium. Wir werden sehen. Das denn was bringt. So, Eisen haben wir jetzt wieder genug, Magnesium haben wir auch, das wird produziert. Nickel haben wir auch noch ein bisschen, müssten wir aber, denke ich mal, auch in der nächsten Zeit besorgen gehen. Ach so, hatte ich das jetzt überhaupt eingestellt, das Teil? Lock ist an.
So. Gut. Hat er jetzt. Den Hund erledigt hier oder nicht? Ich habe doch hier gerade einen Hund gehört. Aber der Hund ist natürlich wieder da, wo das Gatling-Geschütz nicht ist. Vermute ich jetzt fast mal. Ja, ich sag doch, hier hinten sind sie. Ja, wenn die nicht so schön viel Loot geben würden, gell? Wäre mir das ja fast egal, gell? So, das heißt, wir müssten eigentlich rein theoretisch hier unten das ausbuddeln, um halt diese Förderbänder unten lang zu legen. Ja, aber das alles machen wir in der nächsten Folge, den Plan dazu, nicht die Rohre zu verlegen, weil das dauert noch ein bisschen. So, alles klar, ihr lieben Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten, ja, über ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Und denkt dran, ein Abo ist bei YouTube immer kostenlos. Das heißt, ihr geht hier keine weitere Verbindung ein. Ein Abo ist wirklich nur dazu gedacht, um seinen YouTuber zu folgen. Das heißt, sobald wie ich zum Beispiel ein Video hochlade, kriegt ihr die Informationen. Ihr müsst natürlich dann abonnieren und die Glocke mit einschalten, dass ihr direkt dann informiert werdet, wann ich das nächste Video hochlade, wann ich den nächsten Livestream starte. So, bis dahin, macht's gut. Tschüss.